good. Wer will gewinnen? Eins. Wir haben dieses Jahr die vierte Ausgabe des Citylaufs, des Hainauer Citylaufs. Sind glücklich, dass wir wieder im Frühjahr starten können. Der Plan war ja ursprünglich vor Ostern, jetzt sind wir in Mai gerutscht. War die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir haben jetzt gestern war der Stand 272 Meldungen und mein letzter Stand von jetzt waren es noch über 40 Nachmeldungen. Also sprich, wir haben einen neuen Teilnehmerrekord beim Heidenauer Citylauf und das macht uns natürlich schon ein Stück weit stolz, dass wir die Leute wieder zu uns holen konnten. Also für uns ist es natürlich ein Segen, dass wir hier auf dem Marktplatz dürfen. In Heidenau ist es ja fast überall schön auf dem Marktplatz. Es ist halt der Marktplatz, es ist das Zentrum von Heidenau. Und wenn wir von hier starten können, ist das natürlich auch ein Aushängeschild für uns als Heidenau. Und von daher freuen wir uns. Und da starten sie! Wir haben am Konzept an sich haben wir fast gar nichts geändert. Wir haben den Bambini-Lauf für die Kinder bis zur ersten Klasse, dann den Kinderlauf über 2 Kilometer. Jetzt gerade läuft die Teamstaffel über 4x2 Kilometer. Dann haben wir den Fitnesslauf über 4 Kilometer und den Hauptlauf über 10 Kilometer. Und das alles ist ein Teil des Donauer Sportpokals. Das ist natürlich eine tolle Sache. Eine Neuerung haben wir dieses Jahr eingeführt und versuchen, die Heidenauer Grundschulen mit einzubeziehen und haben eben einen Schulwanderpokal zum Heidenauer Citylauf ausgelost oder ausgelobt. Und die bekommt die Schule mit den meisten Startern, natürlich prozentual gesehen, weil es ist ja nicht jede Schule gleich groß. Und ja, schauen wir mal, was für ein Ergebnis rauskommt. Das werden wir dann im Nachgang aber auswerten. Die Startgasse, bitte. Natürlich muss man auch ein großes Dank an unsere Sponsoren sagen, ohne die es natürlich auch nie möglich wäre und natürlich auch Stadt Heidenau, die uns da auch voll und ganz unterstützt. Läuft auf den dritten Platz, es ist der Wahnsinn! Jetzt sind wir im Ziel. Wenn man sich jetzt so mit Leuten beim diesjährigen Citylauf unterhält, die sind ja alle begeistert und sagen, oh, das wird von Jahr zu Jahr immer voller und immer mehr Stimmung und immer toller. Also von daher, wir sind auf einem guten Weg. Das war ein Start-Ziel-Sieg. Vom Start an gefühlt und diese Führung haben sie sich nicht mehr nehmen lassen. Viele von denen, die hier gerade geehrt wurden, wollen natürlich jetzt auch noch mitlaufen bei unserem Hauptlauf über die 10 Kilometer oder natürlich auch beim Fitnesslauf über die 4 Kilometer. Eins! Wir haben relativ viele kreative Köpfe im Verein, die auch viele kreative Ideen haben. Wir haben jetzt bald unsere Rutschmeisterschaft im Albert-Schwarzbad und einen Sporttag. Ideen sind viele. Wir werden nächstes Jahr definitiv den Citylauf nochmal ausrichten oder wieder ausrichten. Es war ja immer die Frage, wegen der Baustelle auf der Dresdner Straße, können wir auf den Markt, was haben wir für Ausweichmöglichkeiten? Nach jetzigem Stand wird die Baustelle ja verschoben und somit können wir höchstwahrscheinlich auf den Markt wieder und dann geben wir natürlich wieder alles. Wir sagen Dankeschön für eine tolle vierte Auflage des Heidenauer Citylaufes mit all ihren Läuferinnen und Läufern. Also, es war eine tolle Geschichte hier auf dem Marktplatz in Heidenau. Also, in dem Sinne, macht euch einen schönen Abend noch, bleibt noch ein bisschen hier, esst noch was, trinkt noch was. Und wir sagen jetzt schon mal Tschüssi und sportfrei in ein tolles Wochenende.